Geht's allen gut? Braucht irgendjemand was? Okay, gut. Dann möchte ich gern zu unserer ersten Übung gehen. Bitte schreibt einfach auf, was euch zu dieser Frage einfällt. Und die Frage ist, was ist mein Seelenzweck? Was ist mein Seelenzweck? Bitte aufschreiben, was du fühlst. Möchte jemand was teilen? Ja, gern. Ja, okay, Karin, hallo. Hallo. Nachdem ich ja das Anfangserlebnis ein bisschen komisch war, wurde es jetzt immer besser. Okay, schön. Und ich hatte wirklich eine richtig tolle Unterhaltung. Bin mir aber nicht ganz sicher, wann vielleicht mein Kopf etwas gesagt hat. Also ich kann nicht ganz genau trennen, was kam wirklich aus der Akasha-Krone und was war eine Antwort, die mir mein Kopf gegeben hat. Okay, dann lies einfach mal vor, ohne irgendwas zwischendrin hinzuzufügen, weil dann kann ich es hören, okay? Und ich sag dir es ganz ehrlich. Okay, also es waren mehrere Fragen, die ich gestellt habe, nachdem noch mehr Zeit war. Angefangen, was ist mein Seelenzweck? Liebe dich selbst und dann die anderen. Das war eine ganz liebevolle Art. Bedingungslose Liebe für dich selbst. Keine Bedingungen an mich selbst zu stellen, um mich zu lieben. Okay, Entschuldigung, mach weiter. Dann K, habe ich gesagt, danke. Dann kam sofort bitte. Es ist immer eine männliche Person im Moment bei mir. Männliche Person. Dann, was kann ich noch für dich tun? Habe ich meine Freude ausgedrückt, wie toll ich es finde, dass ich jetzt mit ihm reden kann. Das fand er recht amüsant. So, dass ich jetzt hier eine Plauderstunde halten möchte in der Richtung. Dann habe ich gefragt, kann ich noch was fragen? Er sagt, ja, du kannst alles fragen. Und dann habe ich etwas gefragt zu einer Person, ob ich zu einer Person eine Information haben kann. Und dann kam nö. Mit einem liebevollen Lächeln, nicht jetzt. Liebe dich selbst und alles ist gut. Vertraue dir selbst, geh deinen Weg, du bist richtig. Und dann kam drei oder viermal, wir lieben dich. Ich habe gesagt, danke, danke, danke. Und er bitte, bitte, bitte. Und viel freundlicher und hat geschmunzelt, als er meine Gedanken bemerkt hat. Weil ich hatte mich über sein Bitte, 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 sozusagen habe ich geschmunzelt und dann hat er geschmunzelt. Also nicht, Karin, ich sag dir, hundertprozentig ist das von der Akasha-Chronik. Aber ich werde dir gleich ja noch zeigen, wie du es selber sehen kannst, okay? Ja. Lass noch mal hören, was ein paar andere Leute gesagt haben und dann zeige ich dir, wie du es vielleicht selber erkennen kannst, okay? Jawohl, danke. Und danke für dein Teilen. Noch eine mutige Seele, die vielleicht teilen möchte. Und dann geht es zu Mad 9. Wer auch immer du bist. Ja? Also bei mir ist es auch so, dass ich am Anfang auch nicht ganz sicher war oder bin, ob ich drin bin und ob sie mir das sagen. Und eben zu der ersten Frage, da war das so, was ist über das Wichtige für mich zu diesem Zeitpunkt meines Lebens zu wissen, dann habe ich einfach gehört, mich zu reinigen oder reinige dich, habe ich gehört, dann habe ich aber aufgeschrieben, mich zu reinigen und soll nicht zweifeln, was gesagt wird. Und dann haben die mir gesagt, schreib es so auf, wie du es hörst, wir sind immer für dich da. Sehr schön. Ja, ich habe gemerkt, ja, ich schreibe das irgendwie dann mit meinen Worten. Anders übersetzt. Ja. Ja. Aber dann war es, denke ich, dann doch deutlich. Okay, hast du was zum Seelenzweck bekommen? Ja, also da habe ich auch erstmal ein bisschen warten müssen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es nicht gleich so kam. Und dann habe ich was gehört, irgendwie, darum weiß ich nicht. Ja, das verstehe ich, dass du es nicht weißt. Erzähl es mir einfach mal. Also, schalte dich endlich aus, du Ego. Okay, okay. So kam das, ich weiß nicht, ja. Und dann, das willst du schon lange wissen, nicht wahr? Das findest du noch raus, noch früh genug.
Okay, ganz toll. Wirst auch gleich sehen, warum. Noch okay. Eine und dann zeige ich euch, warum, okay? Mad 9. Wie heißt du denn mit wirklich? Maria, ich weiß nicht, warum ich diesen Namen habe. Das muss ich auch mal ändern. Darf ich das umändern? Ja, klar, das mache ich sowieso auch nicht. Okay. Ja. Okay, meine Liebe, fang mal an. Ja, also es war irgendwie viel durcheinander. Also am Anfang habe ich gleich bei der ersten Frage tatsächlich die Antwort bekommen, dass du geliebt bist. Genau so. Also da war ich auch total überrascht und dann habe ich plötzlich so eine Dankbarkeit gespürt und ich musste fast irgendwie weinen, weil das so, das mich so berührt hat, ich weiß auch nicht. Und dann kamen noch so Schlagwörter Vertrauen und Loslassen. Mhm. Und dann habe ich ab und zu irgendwie so eine ganz schnelle Atmung gehabt und irgendwie fast Atemnot, ich weiß nicht. Und dann bei der zweiten Frage kam auch nicht direkt was und irgendwann musste ich dann plötzlich weinen und dann hatte ich das Gefühl, dass sie immer wieder gesagt haben, atme tief durch dein Kronchakra. Aber das kann natürlich auch sein, dass es nicht von mir kam. Und dann kam irgendwann die Wörter Liebe und Heilung durch. Mhm. Genau, also es war irgendwie ja, viel an Emotionen auch. Also, ja. Sehr schön. Mhm. Ich zeige dir es auch jetzt, okay? Ich würde es gerne mal teilen, nur wenn du möchtest. Ich kann dich nicht freistellen. Super, danke. Ich hab sie jetzt gefunden, habe sie jetzt gerade wieder zugemacht. Aber in dem Moment, wo ich sie gelesen habe, dachte ich mir, bevor du es noch gesagt hast, das ist wirklich lustig, weil ich habe die Antworten auf meine Fragen bekommen. Ja. Und dann habe ich es erst gesagt. Und es kam so als erste Frage eben, was ist wichtig? Und da steht, das erste war, du bist geliebt, du darfst dich fallen lassen, wir werden dich heilen, vertraue darauf, glaube es einfach, geliebtes Kind. Wir schicken dir jemand, der dich liebt, der dich in den Arm nimmt, dass es dir gut geht und heilst. Ein wunderschön. Ich meine, das ist natürlich ein Bilderbuchbeispiel. Es ist einfach total schön, ja. Ja, ja. Danke, und, meine Liebe. Und das Zweite war dann, was ist mein Seelenzweck? Und da habe ich gesagt, den suche ich. Und sie haben jetzt geantwortet, zu lieben und glücklich zu sein. Okay. Lass es dir einfach gut gehen. Bleib bei uns. Alle lieben dich. Du hast es erreicht. Sehr schön. Was auch immer ich erreicht habe. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das hat mich jetzt sehr berührt. Danke. Ja, und das ist auch nochmal ein schöner Punkt. Wir haben die Übung heute Morgen vor 3 Stunden mit dem Seelenzweck gemacht. Und dann könntet ihr die Antwort auch jetzt vergleichen, was ihr einmal selber aufgeschrieben habt und was ihr einmal in der Akasha-Chronik aufgeschrieben habt. Guckt euch es mal in Frieden an. Ich glaube, mit dieser Übung würde ich gerne für heute beenden. Danke, dass ihr noch dran geblieben seid, obwohl es schon ein bisschen später ist. Ich will einfach das erste Mal auf keinen Fall die Energie unterbrechen. Ich werde euch, wie gesagt, eine Hausaufgabe schicken während der Woche. Es ist einfach ein kurzes Video mit einer Übung drin, die ihr machen könnt. Und das Material werdet ihr bekommen und die Videos, das dauert ein bisschen, bis ich das runtergeladen habe. Also habt ein bisschen Geduld. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen ganz tollen Abend. Ihr habt wirklich toll gearbeitet. Danke. Schlaft gut. Und falls ihr während der nächsten Woche in die Akasha-Chronik geht, bitte fragt einfache Fragen. Geht nicht sofort an euren größten Schmerz oder ans Eingemachte, okay? Fragt einfache, simple Fragen. Ich denke mal, ich werde euch die Hausaufgabe sehr früh schicken. Wenn nicht morgen, dann am Freitag, damit ihr schon so ein bisschen was habt oder so, okay? Und ich freue mich, euch nächsten Mittwoch wiederzusehen auf dem gleichen Kanal um die gleiche Zeit. Ich danke euch von ganzem Herzen. Ich stelle euch mal frei. Wo ist denn hier meine Maus? Da. Damit wir uns noch mal einmal hören können. Es wird jetzt laut. Tschüss.